Herzlich willkommen zurück bei Hautnah. Ja, und auch in dieser Woche konnten die Fans der Ludwigsburger MAP-Riesen wieder ihre Fragen loswerden über Instagram und über Facebook an die Ludwigsburger MAP-Riesen. Ja, und diesmal gingen die Fragen an Brett Lösing und auch diesmal haben wir wieder über die Schulter geschaut. Erste Frage kommt vom David Morato und der fragt, was würdest du persönlich an deinem Spiel verbessern wollen und worin siehst du deine Stärken? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt viele, dass ich kann mich verbessern. Aber ich würde sagen, ein Ding ist, ich glaube, Verteidigung ist immer wichtig. Und man kann immer mit Verteidigung verbessern. Ich kann stärker werden und ja, weniger Fouls auch wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das kann ich besser machen. Und ich glaube, ich hoffe, ich mag viele Dinge okay oder gut genug, aber ich finde, als Spielmacher organisieren und passen und ein quasi Coach auf dem Feld ist ein Ding, das ich bringe zu dem Spielfeld. Es gibt ein bisschen Geschick dahinter, aber als Kind, ich war immer, ich wollte meine eigene Nummer haben, also nicht 23 wie Michael Jordan. Ich wollte ein Brett Lösing Nummer haben und was zu verdienen, weißt du. Und dann kommt, und dies war vor Kevin Durant, muss ich sagen. Kevin Durant ist noch nicht da, also es gab kein 35. Und es war immer zufällig, meine Nummer. Ich habe gesagt, gib mir einfach ein Trikot und wir schauen, was das Nummer ist. Und einmal war ich ja, im Gymnasium, Hochschule. Es gibt zufällig dreimal in Folge, ich habe die gleiche Nummer gekriegt, es war 35 und ja, es war gut, es hat mir gefallen und ich habe auch gut gespielt. Also ich habe gedacht, ich glaube, dies kann meine Nummer sein. Und wie gesagt, es war vor Kevin Durant und dann kommt Kevin. Aber ich finde, 35 ist noch eine gute Nummer für mich. Also und ich finde, das ist meine Nummer auch. Also 35. Mhm. Als Schwäbisch Essen, oh Mann. Ich denke sofort an Maultaschen und Spätzle und oh, aber Käsespätzle. Ich könnte, leider kann ich nicht so oft essen. Das ist nicht so einfach für die Bauch, wenn wir so viel trainieren mussten. Aber ich könnte Käsespätzle oft essen. Ausrufezeichen. Ich denke an einen Hummer. Es gibt einen Geschichten in Gotha. In Gotha haben wir die Hummer gemacht. Und mein Deutsch war zurzeit nicht so gut. Und ich konnte das Wort nicht richtig sagen. Aber am Ende der Saison könnte ich gut sagen. Und das war quasi mein Wort. Also ich muss sagen, ich denke an mein erstes Jahr in Deutschland in Gotha oft. Von Ausrufezeichen. Viele hat gesagt, ich war Herr, Ausrufezeichen. Also jetzt, ich hoffe, ich sage es jetzt besser. Aber ja, auf die Hummer in Gotha ist schön. Ah, toll. Hammer. Man kann merken, immer. Und ich spreche mit anderen Spielern in der Liga. Und ja, ich habe Freunde überall in der Liga gesagt, man, eure Fans sind sehr gut, immer. Ist egal, das Spiel, wann, sie kommt. Jedes Spiel und sie sind bereit. Also wir müssen auch bereit sein, weil unsere Fans sind immer bereit und sie unterstützen uns, egal. Und ich finde, das ist wichtig. Sie sind da, egal was wir machen und ich finde das einfach toll.